Stark. Lecker Slides. Habe ich gerade eben fertig gemacht. Vor 11 Minuten bin ich fertig geworden mit den Slides. Schauen wir mal, ob wir sie finden. Ja, ich habe ein politisches Thema. Es geht um die Mission, die widerlichen gemeinen Zwangsrouter zu zerstören und wie ich dafür abgetaucht bin in die tiefen Abgründe des Lobbyismus. Und mein Name ist Simon Gissel. IRC als Scamp, bin Nerd, seit 20 Jahren in der Demoszene, Coder, Netzwerkkram, das ist meine Tastatur. Ich habe Vibrinet gegründet, einen flauschigen Hersteller von Multivan-Routern, genau genommen habe ich Multivan erfunden. Heute gibt es 1000 Klone davon. Was andere noch nicht hinbekommen, ist das Modulare und dass es tatsächlich funktioniert, wenn ihr mal die Situation habt, dass ihr mehrere Breitbandleitungen bündeln wollt, um irgendwo was Tolles auf die Beine zu stellen. Nehmt unsere Produkte, das war der Werbeteil. Ah nein, kommt noch ein Werbeslide. Außerdem sind wir ein ganz toller Arbeitgeber und bei uns gibt es Wasser. So, das war's mit den Werbeslides. Worum geht's? Es geht um Zwang, um Zwangsrouter. Um das Thema, dass einem ein Provider einen Router hinstellt und sagt, du darfst den nicht wegschmeißen. Wir hatten eine Situation vor Januar 2013, da war das eigentlich relativ klar, was ist meins und was ist deins. Nämlich die TRE-Dose und das Splitter, der gehört dem Carrier und alles dahinter geht in einen Dreck an. Das hat sich dann plötzlich gewandelt. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich alle, eine komische Begebenheit zwischen O2 und der Bundesnetzagentur. Und plötzlich hatten wir die Situation, dass ein Netzbetreiber, ein Netzmonopolist plötzlich entscheiden kann, was in meinem Haushalt steht, was meinen Strom frisst. Und natürlich auch, was meine Daten abzockt und mich überwacht. Warum ist das Ganze ein Problem? Ich weiß, dass bei euch viele dabei sind, die sagen, ja, wenn wir bei uns, ich weiß, es sind ja ein paar Carrier-Leute hier, wenn wir nur ein Gerät supporten müssen, haben wir weniger Stress und ist alles wieder einfacher. Aber das Problem ist, Monokulturen sind scheiße. Das war in der Geschichte der Menschheit schon immer so und auch des Planeten. Wenn man anfängt mit Monokulturen, geht das irgendwann ganz schrecklich schief. Und es kann ganz schön eklig werden. Zum Beispiel, ich habe gerade eben halt 1 Million Mal die gleiche CPE deployed und dann kommt der 14-jährige russische Hacker und macht eine davon auf und 10 Minuten später eine, beziehungsweise 999.000 noch dazu. Dazu kommt natürlich noch die Situation, dass die Motivation, so ein System anzugreifen, auch für staatliche Stellen viel interessanter wird. Wir hatten ja die Situation mit Netgear, der tollen Backdoor dort drin, die entdeckt wurde und als sie dann von Netgear geschlossen wurde, dann wieder eine Backdoor drin war. Das war sehr lustig. Diese Fälle werden nicht mehr die Ausnahme sein, das wird die Regel sein. Wenn man einfach ein Produkt hat, was in sehr, sehr großer Zahl deployed ist, ist es einfach interessant, das anzugreifen. Dann haben wir auch ein paar ganz interessante Entwicklungen. Die China Cloud von der Deutschen Telekom, ein Ex-Staatsmonopolist im Besitz der Bundesbürger tut sich zusammen mit einem chinesischen Staatskonzern. Das verspricht ja ganz spannend zu werden. Wenn man dann hört über die digitale Seidenstraße, kann man sich fragen, wofür das hin? Diese Kombination aus DSL-Vectoring, Remonopolisierung der letzten Meile, Zwangsrouter und exklusive Partnerschaften mit chinesischen Staatskonzernen, super. Auch in diese Kategorie fällt, ich weiß, vermutlich der eine oder andere von euch findet DSL-Vectoring gut. Ich sage, DSL-Vectoring ist eine Falle. Es geht dabei ausschließlich darum, A, sich darum zu drücken, endlich mal Glasfaser zu legen in diesem Land und B, natürlich sämtliche Mitbewerber, nämlich die ganzen Stadtnetzbetreiber, loszuwerden, damit man auch den letzten Mitbewerb in Deutschland los ist und wir wunderbare regionale Monopole haben, wo man wählen kann, Kabelnetz oder DSL und das war's. Ja, ich meine, ihr wisst es auch, es ist erbärmlich. Wir können uns schämen für das, wie der Breitbandausbau in diesem Land aussieht. Und das kommt nicht von ungefähr. Das ist kein Zufall. Wir sind kein Entwicklungsland. Trotzdem muss unser Netz in Deutschland, das meint endlich, kein Entwicklungsland hat so ein Netz wie wir. Und auch kein Entwicklungsland würde denken, an dieser Stelle noch DSL-Vectoring zu machen. Ja, wir haben auch das Thema Job- und Innovationsfähigkeit. Wir hatten sehr, sehr viele dieser wunderbaren Techniken, wurden eigentlich in Europa mal erfunden. Mittlerweile gibt es eigentlich nur reihenweise Entlassungen, weil es eben diese exklusiven Partnerschaften zwischen sehr großen Monopolisten, sehr großen Carriern und
direkt den chinesischen Herstellern ist. Das ist ein bisschen anders. Vor 10 Jahren war das noch so. Da war dann mindestens eine europäische Niederlassung dazwischen geschaltet. Da waren dann mindestens noch ein paar hundert Arbeitsplätze. Aber das wird auch nicht mehr gebraucht. Das ist tatsächlich mittlerweile so. Carrier, direkter Vertrag mit China und europäische IT-Wirtschaft, blöp, geht den Bach runter. War total lustig, ja, wenn man gesehen hat, wie viel gemeckert wurde in der Presse wegen den 5.000 Arbeitsplätzen bei Opel, ja, aber dass halt in den letzten 5 Jahren über 25.000 Arbeitsplätze in der IT-Branche in Europa flöten gegangen sind, interessiert keinen Menschen. Wir haben, die IT-Branche hat leider keine Lobby. Ja, das mag vielleicht etwas übertrieben klingen, aber ich habe mir damals vorgenommen, habe ich keinen Bock drauf. Ich habe auch eine persönliche Motivation, die ich an dieser Stelle disclose. Ich mag die Telekom nicht besonders, gebe ich zu. Und ich mag auch Huawei nicht besonders, gebe ich auch zu. Auf der CeBIT 2013 bereits gab es eine Podiumsdiskussion zu dem Thema, wie das so aussieht, so mit Zwangsroutern, Remonopolisierung. Ich habe da gesprochen, das haben mich alle für einen paranoiden Spinner gehalten. Das tun auch viele noch heute, inklusive mir. Vieles davon hat sich leider später, habe schon damals auf unserer Website toll Propaganda gemacht. Ja, da ging es auch um das Thema Drosseln und Zwangsrouter auch schon. Und ich habe ein bisschen tiefer mal reingeschaut. Ich wollte mal wissen, wie kommen denn eigentlich solche Sachen zustande? Wie kommen denn solche Dinge, dass wir so merkwürdige eine Ausrichtung haben von unserem Netzausbau? Und klar, am Ende man landet bei der Bundesnetzagentur. Und da gab es dann damals diese wunderbaren Slide von der Bundesnetzagentur, die in dieser Präsentation ausschließlich die Position der Netzbetreiber betrachtet hat. Als gäbe es die restliche IT-Wirtschaft in Deutschland nicht, als gäbe es keine Verbraucher, als gäbe es das alles nicht, als gäbe es nur die Netzbetreiber. Die Argumente kennen wir alle, ist nachvollziehbar, aber das ist kein Grund, uns in die Steinzeit für immer zu verbannen. Wir haben dann, ich zusammen federführend mit dem AVM, haben wir einen Herstellerverbund gegründet, um im Prinzip dagegen zu kämpfen, dass wir vernichtet werden. Das war so ein bisschen eine der Motivationen. Und ganz klar der Sache, Zwangsrouter Einhalt zu gebieten, weil wie sollen wir als Endgerätehersteller noch was verkaufen bei Amazon oder Mediamarkt oder bei Oma Paschunke um die Ecke, wenn der Einzige, der überhaupt noch Geräte kaufen und kaufen kann, ein Carrier ist, ist schlecht für Wettbewerb und es wird wohl kaum sein, dass ein deutscher Carrier Made in Germany kauft. Wir haben auch mit der Bundesnetzagentur gesprochen, die hat damals ja schon gesagt, ja, da haben wir keine Handhabe, da können wir nichts machen, das entscheiden die Carrier. Das hat dann auch die Bundesregierung zunächst so gesehen, aber wir haben dann eine Diskussion angestoßen und haben tatsächlich die Linkspartei geholfen. Es ist immer wieder komisch, welche Allianzen es gibt, wenn es darum geht, eine freie Marktwirtschaft zu gewährleisten, dass man sich an die Linken wenden muss. Gab auch eine Menge Presse-Coverage dazu. Und dann ging September 2013 ging ein riesiger Haufen Stellungnahmen bei der Bundesnetzagentur ein. Darunter waren halt irgendwie 40 Hersteller, der CCC, Verbraucherschutzverbände und alles vollständig war kontra Zwangsrouter. Dazu gab es auch ein Rechtsgutachten, was beauftragt worden war, was auch drin stand, dass die Bundesnetzagentur sehr wohl sagen kann, der Netzabschlusspunkt ist die TRE-Dose und nichts anderes. Und auf die Anhörung folgten immer noch mehr Anhörungen und die Bundesnetzagentur, ich hatte irgendwie den Eindruck, es ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, wie die agieren. Ja, also wenn man so ein völlig überwältigendes Bild hat, macht eine Anhörung und dann sind alle einer Meinung und dann macht man es trotzdem nicht, dann ist das irgendwie eklig und komisch. Und es wurde dann noch komischer, als wir gesehen haben, dass diese Befragungsergebnisse, die wurden dann eines Tages, vielleicht hat es jemand mal bei Heise gelesen oder so, die wurden eines Tages klammheimlich auf irgendeinen FDP-Server gekippt, so ganz schön tief vergraben, ohne jemandem was zu sagen, damit das keiner mitbekommt. An dieser Stelle ist etwas passiert und das war der große Wendepunkt. Natürlich haben diverse Hersteller aus Aachen, aus Berlin, bei ihren Bundestagsabgeordneten geweint und so weiter und so fort. Aber das BMWI hat sich eingeschaltet. Und das BMWI hat dem Bundesnetzagentur gesagt, Leute, ihr müsst von dieser Haltung wegkommen, weil die ist irgendwie nicht nachvollziehbar und es schadet unserer Wirtschaft. Und hat gesagt, die Bundesnetzagentur müsste jetzt das Thema klarstellen, ja, dass der Netzabschlusspunkt die TRE-Dose ist. Und die Bundesnetzagentur hat einfach das Gegenteil getan.
Und das war dann damals einmal veröffentlicht, von wegen, ist so, das hat der Carrier zu entscheiden. Und an dieser Stelle fühlte ich mich ziemlich verarscht. Und es ist aber auch so, und das ist quasi der Grund, weshalb jetzt überhaupt wir möglicherweise ein Gesetz bekommen, was das alles beendet. Das BMWi war angepisst. Ja, und das ist ein Buchtipp für die Bundesnetzagentur, falls jemand dem mal das mal überreichen möchte. Ja, die Erkenntnis, die ich zu diesem Zeitpunkt gemacht habe, ist, dass das System, also, ja, es gibt zu irgendeinem Thema, gibt es dann so Anhörungen, dann gehen halt 50 Lobbyisten hin und dann vertritt jeder seine Position und am Ende macht die Wirtschaft die Gesetze. Das war das, was man erwartet hat. In der Praxis, ist es auch nicht. Also, das korrupte System ist nochmal korrupt. Sprich, tatsächlich, man sitzt also in diesen Anhörungen, das ist aber völlig nutzlos, denn in Wahrheit gibt es nochmal zusätzlich irgendwelche komischen Hinterzimmergespräche, die aber keine öffentlichen Anhörungen sind. Und dadurch kann es dazu kommen, dass man also tatsächlich alle, die gesamte Öffentlichkeit und die Wirtschaft und die Verbraucher, wenn alle eine Meinung haben, aber trotzdem das Gegenteil gemacht wird. Das ist super interessant. In dieser Anhörung, als ich ja in Bonn war, gab es eine einzige Gegenstimme, das war ein Herr von O2 und das war's. Ja. An dieser Stelle eben, dadurch, dass wir alle nicht so ganz glücklich waren, hat dann sowohl das BMWi, aber auch eben die Presse, die dort an der Stelle engagiert ist, Netzpolitik.org etc., wir haben angefangen, aus allen Rohren zu feuern, haben angefangen, Dokumente zu leaken. Jeder, der irgendwo an was rangekommen ist, hat sie an die anderen geleakt. Das ging wunderbar reihum. Und auch das Verhalten der Bundesnetzagentur wurde in der Presse zunehmend kritisch beäugt. Und dann ist im November 2014 was ganz Merkwürdiges passiert. Und das ist natürlich für mich, war natürlich eine Ehre, dass BMWi hat Vodafone, Telefonica, VATM und mich nach Bonn eingeladen. Und das war dann sehr schön, so mit alle anderen, das waren alles irgendwie Anwälte, die das Hundertfache verdienen von dem, was ich verdiene. Und aber ich war der einzige Techniker in dem Raum, ich war der Einzige, der den Mist tatsächlich technisch verstanden hat. Und deswegen hatte ich da dann doch ein Heimspiel und das lief ziemlich gut. Aber vor allem war es so, dass in dieser Sitzung tatsächlich der Herr dann vom BMW, ich nenne keine Namen, den anwesenden Vertretern der Carrier gesagt hat, dass sie im Prinzip machen können, was sie wollen. Sie können es jetzt irgendwie, sie werden auf jeden Fall dieses Gesetz durchbringen, was diese Zwangsrouter-Geschichte beendet. Ja, und so soll das dann aussehen. Und es gab noch eine Bonusüberraschung an der Stelle und da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Das BMWi hat dann gesagt, die ganze Zeit ging es nämlich nur um DSL, es ging nur um Kupfer. Und an der Stelle hat das BMWi gesagt, so, dann machen wir das auch direkt gleich für alles. Also das heißt, wir verbieten auch Zwangsrouter bei DOCSIS. Und das ist natürlich in Deutschland eine totale Neuerung. Ja, und dann hieß es noch, das Gesetz kriegen wir noch 2014 durch. Offensichtlich haben die beim BMW auch noch nicht so viel Erfahrung mit Politik gehabt, aber es war also richtig gut. Ich muss also sagen, das war auch das Gesetz, wenn ihr es euch mal durchliest, es ist richtig gut geschrieben, also wirklich von Leuten, die das komplett technisch verstehen. Es macht rundherum Sinn. Ich weiß, es gibt ein paar Gegenargumente, ja, der Carrier, die hätten ja lieber gerne keine, egal. Also es ist wirklich gut gemacht und ich war an dieser Stelle ziemlich begeistert. Jetzt ist halt nur noch das ganze Problem, wie bekommt man es hin, dass so ein Gesetz auch wirklich verabschiedet wird. Und das ist wirklich ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Ja, also im Februar 2014 gab es dann erst den ersten Referentenentwurf und dann macht er so eine Runde und dann kam plötzlich von irgendwoher, und das ist halt das Spannende, es gibt immer öffentliche Anhörungen, aber dann gibt es immer plötzlich Überraschungen, die aus dem Nichts kommen. Eine dieser plötzlichen Überraschungen aus dem Nichts war, dass auf einmal dieser Referentenentwurf, der muss an die EU geschickt werden. Ja? Und das war natürlich klar, was dahinter steckte, nämlich da kann man die EU-Lobbyisten losjagen und wir, der Herstellerverband, hatten noch keine EU-Lobbyisten. Ja, und dann entsprechend Wartefristen und dann war, keine Ahnung, dann war wieder Sommerpause und ich glaube, dann gab es nochmal eine Herbstpause und dann sind tatsächlich auch die Verbände aufgewacht. Hurra, unsere Verbände, vielen Dank, hat gar nicht lange gedauert. Die haben jetzt auch verstanden, dass das ganze Thema mit dem Vectoring, dass es vielleicht doch nicht um die Verbraucher geht, dass sie schnelleres Internet kriegen. Das haben die dann erkannt und haben festgestellt, dass tatsächlich, wenn sie jetzt nichts tun, ihre Mitgliedsunternehmen alle zumachen können. Ja, guten Morgen, liebe Verbände. Dann kam noch dieser lustige Witz der Deutschen Telekom,
dass bei der Argumentation für das Vectoring, dass jetzt dadurch ja so viele Leute 50 Mbit-Anschlüsse bekommen, sie die eigenen 50 Mbit-Anschlüsse nicht mitgezählt haben. Das war ein Kracher. Wir dachten dann auch schon so, das Gesetz ist jetzt so weit durch, es kann nichts mehr schiefgehen. Tatsächlich mein lieber Cheflobbyist, der für uns tätig ist, meinte, da kann nichts schiefgehen, aber Überraschung, auf einmal schaltet sich ein der bekannte und geachtete Wirtschaftsausschuss des Bundesrats. Da sitzen natürlich die Fachmänner für Netzwerktechnik und die haben daraufhin auch, wie sie es so tun, eine technische Abhandlung geschrieben, weshalb das ganz schlecht ist, wenn wir keine Zwangsrouter haben wegen Netzstörungen etc. pp. Ziemlich ungewöhnlich, eine solche Stellungnahme aus dem Wirtschaftsausschuss zu bekommen. Aber war halt wieder, kam wieder aus dem Nichts, also ohne, dass es irgendein öffentliches Verfahren gegeben hätte. Da wurde halt wieder eingeflüstert. Ja, und jetzt sind wir im Prinzip bei heute. Das ganze Thema ist für den 5. November auf die Tagesordnung vom Bundestag gesetzt worden. Danach gibt es nochmal eine zweite Lesung im Bundesrat. Da kann man dann wohl auch nochmal irgendwie angreifen. Dann gibt es erstmal Winterpause. Und dann aktuell heißt es Inkrafttreten im Jahr Februar 2016. Da kann noch einiges passieren. Es sieht aber eigentlich ziemlich gut aus, dass wir das durchbekommen. Und das Schöne ist, mal abgesehen davon natürlich meines persönlichen Eierschaukelns, ist einfach, dass wir zum ersten Mal überhaupt es geschafft haben, dass wir in diesem Land ein Gesetz bekommen, was irgendwas mit IT oder Internet zu tun hat, was nicht kompletter, völliger, totaler Quatsch ist. Noch ist es nicht verabschiedet, das ist richtig. Ja, ich habe also die Herstellerverbunde, der Verbund und auch ich selber, wir werden weiter kämpfen. Das ist halt jetzt, läuft halt die ganze Zeit in Berlin, irgendwie Leute, Politiker zum Mittagessen einladen und denen erzählen, bla bla bla. Und dass das wichtig ist für die Wirtschaft. Aber wie gesagt, wir kämpfen weiter und ich hoffe halt dann zu DNOG 8 gibt es keine Zwangsrouter mehr. Bis dann, Dankeschön. So, jetzt bitte die Anwälte vortreten, die mich verklagen wollen oder alternativ Fragen. Ja, Fragen? Ja, Carsten Schiefner, E6. Ich bin mal gespannt, ob was eher fertig sein wird, dieses Gesetz oder doch der Berliner Flughafen. Und schauen wir mal. Und ob es denn nicht vielleicht doch erst DNOG 10 ist, wo dann der Vollzug gemeldet werden kann. Interessant, das kam mir gerade aus dem Publikum schon, interessieren würde mich wirklich, was tatsächlich Abschätzungen sind, ob dieses jetzt noch einigermaßen taugliche Gesetz dann tatsächlich so auch im Kabinett beschlossen wird und durch den Bundesrat und Bundestag gehen wird, oder ob nicht diese Querschüsse, wie du sie gerade auf der Folie 2 davor, glaube ich, hattest, vom Wirtschaftsausschuss des Bundesrates, da nicht doch völlig noch Urständen irgendwie feiern können, sodass also eben sich diese Meinung, dass die Inkompatibilitäten der Router-Technologie dann für Störungen im Betriebsablauf irgendwie, wie man es ja als Bahnfahrer gerne hört, oder nicht so gerne hört, wie auch immer, ob das nicht dafür auch noch sorgen kann, dass das also eigentlich, dass davon letztendlich nur noch ein Gerüst übrig bleibt, was den eigentlichen Zweck gar nicht mehr erfüllt. Naja, also ich muss dazu natürlich sagen, ich bin immer noch am Lernen, aber das, was ich so bisher verstanden habe und die Einschätzung, die ich halt von den Lobbyisten bekomme, ist, dass eine inhaltliche Veränderung zu diesem Zeitpunkt sehr unwahrscheinlich ist, sondern wenn, wird es wahrscheinlich eher ein formaler Angriff, dass man also sich wieder irgendeinen Trick einfallen lässt, weshalb dieses Gesetz, warum auch immer, nochmal verschoben werden muss. Ja. Eher sowas in der Art, dass der Versuch von dem Wirtschaftsausschuss des Bundesrats dort Änderungen zu verlangen, wurde relativ schnell, so wie ich das mitbekommen habe, abgebügelt. Als kommt nicht in die Tüte, das Gesetz wird so gemacht. Das scheint wohl so zu sein, dass, also ich vermute, so wie es aussieht bisher, wurde gar nichts dran verwässert an dem Gesetzentwurf, es wurde nichts dran umgewurstet, es ist exakt noch so, wie es 2014 entworfen wurde und sieht immer noch gut aus. Also toi, toi, toi.
Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich mittlerweile zu alt und zu grouchy bin, was solche Themen irgendwie anlangt. Ja, und eher Pessimisten können immer angenehm überrascht werden, während Optimisten sehr oft sehr enttäuscht werden. Insofern tendiere ich eher zu einer pessimistischen Sicht. Ja. Was ein Szenario, was ich gerade hatte, war halt, dass die EU-Parlamentarier auch geglaubt haben, dass sie jetzt die Netzneutralität beschlossen haben, aber eigentlich haben sie genau das Gegenteil davon beschlossen. Ja. Und die Schamfrist von Herrn Höttges ist ja nur auch relativ kurz, der jetzt also gerade heute angekündigt hat, was er sich so an Spezialdiensten irgendwie vorstellt und warum das auch für Startups irgendwie gut ist. Und letztendlich, die gerade gelesen, auf dem Blog von der Telekom, da halt auch, ja, Herr Höttges eben schildert, wie er sich die Zukunft seines Unternehmens in der Internetwirtschaft vorstellt. Ja. Und insofern, wie gesagt, wünsche ich dir, euch allen viel Glück und hoffe, dass es tatsächlich dann so ist. Aber wie gesagt, dieses leichte Skepsis, die, wie gesagt, hier eben schon genannt worden ist oder erwähnt worden ist, habe ich halt noch so ein bisschen. Aber toi. Dann gibt es halt nächstes Jahr ein Follow-up. Keep fighting. Dankeschön. Also nochmal das kurz zu erwähnen, bei der Netzneutralitätsgeschichte ist, glaube ich, die Situation eine andere, weil das Gesetz, das ursprüngliche Gesetz schon total schwammig war. Und wenn man schon ursprünglich einen sehr schwammigen Gesetzesentwurf hat, ist es ganz einfach und leicht, da noch ein bisschen mehr drin rumzupopeln. Während das Thema mit dem Zwangsrouter, das ist ein sehr knapp fachlich und technisch formuliertes Gesetz, bei dem es unheimlich schwierig ist, jetzt so heimlich so ein "nee, doch nicht" reinzupacken. Also schauen wir mal, ich bin auch Pessimist logischerweise, weil ich mache dieses Theater jetzt schon viel zu lange mit. Schauen wir einfach mal, wie es aussieht nächstes Jahr. Sonst noch Fragen? Nur gut gemeinter Hinweis. Aufpassen, dass es nicht kurz vor Weihnachten beschlossen wird. Da hat man schon mal so ein paar Einschiebungen im Gesetz hinein. Ganz plötzlich. Oder falls plötzlich noch eine Fußball-WM kommt. Das wäre ganz gefährlich für uns und das Internet. Ich hätte noch mal eine Frage zu dem Thema, was jetzt vor zumindest 3 Monaten oder sowas mir in der Presse aufgefallen ist, worüber jetzt gar nicht gesprochen wird. Das eine ist ja Zwangsruder, das heißt, die Provider geben vor, was ich da hinzustellen habe. Die andere Frage ist ja, kann ich als Kunde noch oder habe ich in Zukunft noch die Möglichkeit, mir meine Software, die ich auf diesem Router laufen lassen will, selber zusammenbauen, wenn das kommt, was mit der WLAN-Standardisierung oder der nicht mehr offenen Treiber für WLAN vorgesehen ist. Kannst du vielleicht dazu auch noch was sagen oder bist du in dem Thema nicht drin? Doch, bin ich auch mit involviert. Wir haben insgesamt natürlich, ich mache natürlich meinen Vortrag immer den Eindruck, als wären die Carrier das große, böse, gemeine Übel. Wir haben insgesamt in Europa in der IT-Branche ein Riesenproblem. Diese Konzentration alleine, wir sehen das ja auch als Routerhersteller, alleine die Konzentration bei den Chipsatzherstellern. Im Prinzip alle 6 Monate stirbt einer davon oder vereint sich. Und wir sind im Moment dabei, wenn wir von DSL sprechen, wir haben noch 3 Hersteller von Chipsätzen. Und also die Auswahl wird insgesamt kleiner und wir haben auch bei den Routerherstellern wiederum ein Sterben. Wir haben, was das Ganze angeht, in Europa insgesamt ein Problem und es müsste tatsächlich mal auf die Tagesordnung der Politik, der großen Politik kommen. Das ist aber, leider sind die dafür zu alt. Das ist halt leider Pech. Dazu gleich noch eine Anschlussfrage. Du ja insbesondere bei dem Club von Firmen, die da vorhin drauf dann ja, ganz gutes Mitglied bist, denkbar wäre ja, dass diese signierte und zertifizierte Firmware eben nicht mehr für das ganze Gerät eben aufgespielt wird und im Grunde das komplett unveränderlich ist, wenn man diesen Regulierungsgedanken mal folgen möchte, wenn er sich dann irgendwann mal tatsächlich so durchgesetzt hat, sondern denkbar wäre auch, dass lediglich der eigentliche Radioteil halt mit einer Firmware ausgestattet ist, die eben zertifiziert und unveränderbar ist, während hingegen um eben diesen Bestimmungen, dass du nicht mit veränderter Sendeleistung nicht auf Kanälen, die eigentlich in dem Gebiet nicht vorgesehen senden sollst, etc., etc., etc. und den eigentlichen Routing-Teil sozusagen, dass dort letztendlich eine x-beliebige Firmware weiterhin zum Einsatz kommen kann, die mit dem Radioteil dann eben ja, übliche APIs und was hat man nicht kommuniziert? Gibt es da schon erste Ansätze eben bei AVM und vergleichbaren Firmen? Nee, also tatsächlich glaube ich auch, mein persönliches noch ein sehr radikaler Ansatz, der aber nicht heutiges Thema ist,
Wie wir das ganze Problem lösen, ist schlicht und ergreifend, die Hersteller der Router-Hardware müssen haften für Sicherheitslücken. Das ist jetzt ein Satz wiederum, die anderen Hersteller werden mich jetzt wieder hassen. Aber damit würden wir das lösen, weil damit hätten wir wieder einen, hätte man einen Vorteil wirtschaftlich, wenn man ein qualitativ hochwertiges Produkt mit signierter Firmware, ohne Backdoors, mit Sicherheitsupdates rausbringen würde, weil man würde im Zweifelsfall weniger für seine Versicherung bezahlen und im Zweifelsfall nicht zu Tode verklagt werden. Das ist etwas, was parallel auch als Projekt läuft. Es sind viele Dinge, die wir tatsächlich, obwohl wir Techniker sind, die gesellschaftspolitisch gelöst werden müssen. Und das ist halt eins davon, dass wenn wir sagen, wir machen unsere gesamte kritische Kommunikationsinfrastruktur in unserem Lande besteht jetzt aus dem Internet und alle unsere Geheimnisse und alle unser Know-how und alles läuft darüber, dann sollten wir dafür sorgen, dass die Leute, die die Technik dafür liefern, verantwortungsbewusst sind und es eben nicht ein, ich stelle eine Plastikbüchse hin und kümmere mich nie wieder drum ist. Und der einfachste Weg, das, was immer funktioniert, ist Geld. Ja, also wenn es teuer ist, dass man Mist gebaut hat, dann bauen die Leute, die Hersteller, weniger Mist. Das ist mein sehr politischer statt technischer Ansatz. Sorry. Das geht ja ein bisschen an der Stoßrichtung vorbei. Wenn du sagst, du willst haften, dann lässt du erst recht keine Modifikation an dem Teil zu. Weil du die Kontrolle abgibst. Und das ist ja tatsächlich im Augenblick auch letztlich so ein bisschen die Argumentation, warum darf ich keinen eigenen Wi-Fi-Treiber schreiben? Ja? Ich kann ja nicht haften. Naja, aber es ist ja schon so, ich als Hersteller hafte dafür, was ich verbockt habe. Wenn du jetzt als User herkommst und sagst, machen wir es mal folgendes, du hast jetzt den Wi-Fi-Treiber geändert. So. Und anschließend explodiert das Netzteil des Routers. Dann werde ich als Hersteller weiter haften. Und wenn jetzt an dieser Stelle ist, aber ist, dass die Bundesnetzagentur mit ihrem Prüfwagen vorbeikommen muss, weil du halt irgendwie deine Sendeleistung irgendwie auf 5 Kilowatt hochdrehen konntest, dann haftest du. Also das ist tatsächlich diese, es ist in der Praxis gar nicht so wirklich schwierig. Im Moment ist natürlich nur so, es möchte im Moment niemand haften und alle wollen die billigstmögliche CPE haben. Aber das ist tatsächlich mit ein bisschen guten Willen lösbar und ich habe auch von den Herstellern, die man so kennt, so wirklich große Probleme sehe ich da gar nicht, dass die Leute jetzt mit Modifikation oder Open Source oder GPL mal einhalten hätten. Das ist zumindest hier in Europa nicht. Da gebe ich dir sicherlich recht. Ja, es ist ja auch einfacher, einen Plastikrouter rauszuschieben, der keine Features hat, wenn die Community mir dann hinterher das Ding verkauft. Die Motivation hinter dem Verbot ist ja eine ganz andere. Da geht es ja nicht um Routerhersteller. Das machen die ja auch nicht freiwillig und aus eigenem Gutdünken. Ja. Deswegen, also ich wäre an der Stelle vielleicht ein bisschen vorsichtig. In Deutschland kriegen wir das alles noch sortiert, weil wir ein sehr einfach verständliches Gewährleistungsrecht haben. Das ist super einfach. Machst du was, bist du dafür verantwortlich. Machst du nichts, bist du nicht verantwortlich. Wenn ich anfange, mit Amerikanern über einen Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie zu diskutieren, komme ich irgendwie so diesen Blank Stare. Ja. Das kriegen wir hier vielleicht noch sortiert, aber wie du richtig gesagt hast, außer dir, der AVM und der Bintec, gibt es nicht mehr viele Leute, die hier was machen. Ne? Ja, es ist nicht alles rosig. Mit Blick auf die Uhr, wir sind ja sogar noch gut in der Zeit. Okay. Ja. Möchte noch jemand mit mir flirten oder... Nein. mit mir über Routerfirmware reden. Nein, ich meine, du hast recht, es sieht im Moment nicht so gut aus. Das ist, und mit dem Gewährleistungsrecht, sagen wir es mal so, aber es war immer ein gutes Argument, wenn wir mit den Carriern gesprochen haben, weil das ist der Teil, nämlich bei den Zwangsroutern, das Einzige, wenn man mit dem Carrier spricht und wir den von Zwangsrouter abbringen, muss man nur mit dem drüber sprechen, ja, aber wenn du den Router auslieferst, dann haftest du ja auch dafür, wenn er die Katze tötet. Und das ist der Teil, den die Carrier überhaupt nicht wollen. Diese Diskussion, wenn die losgeht, dann wäre vermutlich das Thema Zwangsmutter ganz schnell wieder vom Tisch. Da wird ganz so wieder heißen, ja, jeder bringt seinen Kram, bringen wir auch ein Device. Aber bei TE-Dosen explodieren relativ selten. Ja, deswegen ist das ja so angenehm, wenn ich als Carrier in China einkaufe, weil die haben dann natürlich die chinesische Gewährleistung zu beachten. Ja, die chinesische Gewährleistung. Gut, gibt es noch Fragen oder sollen wir mal zum Ende kommen? Wir wollen alle eigentlich da hinaus und leckere Genüsslichkeiten konsumieren. Ja, dann ein letztes Mal einen herzlichen Dank an euch und noch einen schönen Abend.
Ja, das beschließt unser Programm für heute. Vielen Dank an alle Vortragenden. Vielen Dank, dass ihr euch so gut an die Zeit gehalten habt. Wir machen pünktlich Schluss. Die Busse fahren aber 18.30 Uhr vom Darmstadtium ab bis 19 Uhr. Und um 19 Uhr sind wir dann in der Weststadtbar. Ab 22 Uhr fahren die Busse zurück zu den umliegenden Hotels und hier zum Darmstadtium. Ja, und viel Spaß heute Abend. Und Jens möchte auch noch was sagen. Ich habe Durst. Bis nachher. Diese Querschüsse, wie du sie gerade auf der Folie 2 davor, glaube ich, hattest vom Wirtschaftsausschuss des Bundesrates, da nicht doch fröhlich noch Urständen irgendwie feiern können, sodass also eben sich diese Meinung, dass die Inkompatibilitäten der Router-Technologie dann für Störungen im Betriebsablauf irgendwie, wie man es ja als Bahnfahrer gerne hört, oder nicht so gerne hört, wie auch immer, ob das nicht dafür auch noch sorgen kann, dass das also eigentlich, dass davon letztendlich nur noch ein Gerüst übrig bleibt, was den eigentlichen Zweck gar nicht mehr erfüllt. Naja, also ich muss dazu natürlich und sagen, ich bin immer noch am Lernen, aber das, was ich so bisher verstanden habe und die Einschätzung, die ich halt von den Lobbyisten bekomme, ist, dass eine inhaltliche Veränderung zu diesem Zeitpunkt sehr unwahrscheinlich ist. Sondern wenn, wird es wahrscheinlich eher ein formaler Angriff, dass man also sich wieder irgendeinen Trick einfallen lässt, weshalb dieses Gesetz, warum auch immer, nochmal verschoben werden muss. Ja. Eher sowas in der Art, dass der Versuch von dem Wirtschaftsausschuss des Bundesrats, dort Änderungen zu verlangen, wurde relativ schnell, so wie ich das mitbekommen habe, abgebügelt. Als kommt nicht in die Tüte, das Gesetz wird so gemacht. Das scheint wohl so zu sein, dass, also ich vermute, so wie es aussieht bisher, wurde gar nichts dran verwässert an dem Gesetzentwurf, es wurde nichts dran umgewurstet, es ist exakt noch so, wie es 2014 entworfen wurde und sieht immer noch gut aus. Also toi, toi, toi. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich mittlerweile zu alt und zu grouchy bin, was solche Themen irgendwie anlangt. Ja, und eher auf der Pessimisten können immer angenehm überrascht werden, während Optimisten sehr oft sehr enttäuscht werden. Insofern tendiere ich eher zu einer pessimistischen Sicht. Ja. Was ein Szenario, was ich gerade hatte, war halt, dass die EU-Parlamentarier auch geglaubt haben, dass sie jetzt die Netzneutralität beschlossen haben, aber eigentlich haben sie genau das Gegenteil davon beschlossen. Ja. Und die Schamfrist von Herrn Höttges ist ja nur auch relativ kurz, der jetzt also gerade heute angekündigt hat, was er sich so an Spezialdiensten irgendwie vorstellt und warum das auch für Startups irgendwie gut ist. Und letztendlich, die gerade gelesen auf dem Blog von der Telekom, da halt auch, ja, Herr Höttges eben schildert, wie er sich die Zukunft seines Unternehmens in der Internetwirtschaft vorstellt. Ja. Und insofern, wie gesagt, wünsche ich dir, euch allen viel Glück und hoffe, dass es tatsächlich dann so ist. Aber wie gesagt, dieses leichte Skepsis, die, wie gesagt, hier eben schon genannt worden ist oder erwähnt worden ist, habe ich halt noch so ein bisschen. Aber toi, toi, toi. Dann gibt es halt nächstes Jahr ein Follow-up. Keep fighting. Dankeschön. Also nochmal das kurz zu erwähnen, bei der Netzneutralitätsgeschichte ist, glaube ich, die Situation eine andere, weil das Gesetz, das ursprüngliche Gesetz, schon total schwammig war. Und wenn man schon ursprünglich einen sehr schwammigen Gesetzesentwurf hat, ist es ganz einfach und leicht, da noch ein bisschen mehr drin rumzupopeln. Während das Thema mit dem Zwangsrouter, das ist ein sehr knapp fachlich und technisch formuliertes Gesetz, bei dem es unheimlich schwierig ist, jetzt so heimlich so ein Nee, doch nicht reinzupacken. Also schauen wir mal, ich bin auch Pessimist logischerweise, weil ich mache dieses Theater jetzt schon viel zu lange mit. Schauen wir einfach mal, wie es aussieht nächstes Jahr. Sonst noch Fragen? Nur gemeiner Hinweis, aufpassen, dass es nicht kurz vor Weihnachten beschlossen wird. Da hat man schon mal so ein paar Einschiebungen im Gesetz hinein. Oder falls plötzlich noch eine Fußball-WM kommt. Das wäre ganz gefährlich für uns und das Internet. Ich hätte noch mal eine Frage zu dem Thema, was jetzt vor zumindest 3 Monaten oder sowas mir in der Presse aufgefallen ist, worüber jetzt gar nicht gesprochen wird. Das eine ist ja Zwangsruder, das heißt, die Provider geben vor, was ich da hinzustellen habe. Die andere Frage ist ja, kann ich als Kunde noch oder habe ich in Zukunft noch die Möglichkeit, mir meine Software, die ich auf diesem Router laufen lassen will, selber zusammenbauen, wenn das kommt, was mit der WLAN-Standardisierung oder
der nicht mehr offenen Treiber für WLAN vorgesehen ist. Kannst du vielleicht dazu auch noch was sagen oder bist du in dem Thema nicht drin? Doch, bin ich auch involviert. Wir haben insgesamt natürlich, ich mache meinen Vortrag immer den Eindruck, als wären die Carrier das große, böse, gemeine Übel. Wir haben insgesamt in Europa in der IT-Branche ein Riesenproblem. Diese Konzentration alleine, wir sehen das ja auch als Routerhersteller, alleine die Konzentration bei den Chipsatzherstellern. Im Prinzip alle 6 Monate stirbt einer davon oder vereint sich. Und wir sind im Moment dabei, wenn wir von DSL sprechen, wir haben noch 3 Hersteller von Chipsätzen. Und also die Auswahl wird insgesamt kleiner und wir haben auch bei den Routerherstellern wiederum ein Sterben. Wir haben, was das Ganze angeht, in Europa insgesamt ein Problem und es müsste tatsächlich mal auf die Tagesordnung der Politik, der großen Politik kommen. Das ist aber, leider sind die dafür zu alt. Das ist halt leider Pech. Dazu gleich noch eine Anschlussfrage. Du ja insbesondere bei dem Club von Firmen, die da vorhin drauf dann ja, ganz gutes Mitglied bist, denkbar wäre ja, dass diese signierte und zertifizierte Firmware eben nicht mehr für das ganze Gerät eben aufgespielt wird und im Grunde das komplett unveränderlich ist, wenn man diesen Regulierungsgedanken mal folgen möchte, wenn er sich dann irgendwann mal tatsächlich so durchgesetzt hat, sondern denkbar wäre auch, dass lediglich der eigentliche Radioteil halt mit einer Firmware ausgestattet ist, die eben zertifiziert und unveränderbar ist, während hingegen um eben diesen Bestimmungen, dass du nicht mit veränderter Sendeleistung nicht auf Kanälen, die eigentlich in dem Gebiet nicht vorgesehen senden sollst, etc., etc., etc. und den eigentlichen Routing-Teil sozusagen, dass dort letztendlich eine x-beliebige Firmware weiterhin zum Einsatz kommen kann, die mit dem Radioteil übliche APIs und was hat man nicht kommuniziert? Gibt es da schon erste Ansätze eben bei RVM und vergleichbaren Firmen? Nee, also tatsächlich glaube ich auch mein persönliches noch ein sehr radikaler Ansatz, der aber nicht heutiges Thema ist, wie wir das ganze Problem lösen, ist schlicht und ergreifend, die Hersteller der Router-Hardware müssen haften für Sicherheitslücken. Das ist jetzt ein Satz wiederum, die anderen Hersteller werden mich jetzt wieder hassen, aber damit würden wir das lösen, weil damit hätte man einen Vorteil wirtschaftlich, wenn man ein qualitativ hochwertiges Produkt mit signierter Firmware, ohne Backdoors, mit Sicherheitsupdates rausbringen würde, weil man würde im Zweifelsfalle weniger für seine Versicherungen bezahlen und im Zweifelsfalle nicht zu Tode verklagt werden. Das ist etwas, was parallel auch als Projekt läuft. Es sind viele Dinge, die wir tatsächlich, obwohl wir Techniker sind, die gesellschaftspolitisch gelöst werden müssen. Und das ist halt eins davon, dass wenn wir sagen, wir machen unsere gesamte kritische Kommunikationsinfrastruktur in unserem Lande besteht jetzt aus dem Internet und alle unsere Geheimnisse und alle unser Know-how und alles läuft darüber, dann sollten wir dafür sorgen, dass die Leute, die die Technik dafür liefern, verantwortungsbewusst sind und es eben nicht ein, ich stelle eine Plastikbüchse hin und kümmere mich nie wieder drum ist. Und der einfachste Weg, das, was immer funktioniert, ist Geld. Ja, also wenn es teuer ist, dass man Mist gebaut hat, dann bauen die Leute, die Hersteller, weniger Mist. Das ist mein sehr politischer statt technischer Ansatz. Sorry. Das geht ja ein bisschen an der Stoßrichtung vorbei. Wenn du sagst, du willst haften, dann lässt du erst recht keine Modifikation an dem Teil zu. Weil du die Kontrolle abgibst. Und das ist ja tatsächlich im Augenblick auch letztlich so ein bisschen die Argumentation, warum darf ich keinen eigenen Wi-Fi-Treiber schreiben? Ja? Ich kann ja nicht haften. Naja, aber es ist ja schon so, ich als Hersteller hafte dafür, was ich verbockt habe. Genau. Wenn du jetzt als User herkommst und sagst, machen wir es mal Folgendes, du hast jetzt den Wi-Fi-Treiber geändert. So. Und anschließend explodiert das Netzteil des Routers. Dann werde ich als Hersteller weiter haften. Und wenn jetzt an dieser Stelle es aber ist, dass die Bundesnetzagentur mit ihrem Prüfwagen vorbeikommen muss, weil du halt irgendwie deine Sendeleistung irgendwie auf 5 Kilowatt hochdrehen konntest, dann haftest du. Also das ist tatsächlich es ist in der Praxis gar nicht so wirklich schwierig. Im Moment ist natürlich nur so, es möchte im Moment niemand haften und alle wollen die billigstmögliche CPE haben. Aber das ist tatsächlich mit ein bisschen guten Willen lösbar und ich habe auch von den Herstellern, die man so kennt, so wirklich große Probleme sehe ich da gar nicht, dass die Leute jetzt mit Modifikation oder Open Source oder GPL mal einhalten hätten. Das ist zumindest hier in Europa nicht.
Da gebe ich dir sicherlich recht. Ja, es ist ja auch einfacher, einen Plastikrouter rauszuschieben, der keine Features hat, wenn die Community mir dann hinterher das Ding verkauft. Die Motivation hinter dem Verbot ist ja eine ganz andere. Da geht es ja nicht um Routerhersteller. Das machen die ja auch nicht freiwillig und aus eigenem Gutdünken. Ja? Deswegen, also ich wäre an der Stelle vielleicht ein bisschen vorsichtig. In Deutschland kriegen wir das alles noch sortiert, weil wir ein sehr einfach verständliches Gewährleistungsrecht haben. Das ist super einfach. Machst du was, bist du dafür verantwortlich. Machst du nichts, bist du nicht verantwortlich. Wenn ich anfange, mit Amerikanern über einen Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie zu diskutieren, komme ich irgendwie so diesen blank stare. Ja. Das kriegen wir hier vielleicht noch sortiert, aber wie du richtig gesagt hast, außer dir in der AVM und der Bintec gibt es nicht mehr viele Leute, die hier was machen. Ne? Ja, es ist nicht alles rosig. Mit Blick auf die Uhr, wir sind ja sogar noch gut in der Zeit. Okay. Ja. Möchte noch jemand mit mir flirten oder nein. mit mir über Routerfirmware reden? Nein, ich meine, du hast recht, es sieht im Moment nicht so gut aus. Das ist, und mit dem Gewährleistungsrecht, sagen wir es mal so, aber es war immer ein gutes Argument, wenn wir mit den Carriern gesprochen haben, weil das ist der Teil, nämlich bei den Zwangsroutern, das Einzige, wenn man mit dem Carrier spricht und wir den von Zwangsrouter abbringen, muss man nur mit dem drüber sprechen, ja, aber wenn du den Router auslieferst, dann haftest du ja auch dafür, wenn er die Katze tötet. Und das ist der Teil, den die Carrier überhaupt nicht wollen. Diese Diskussion, wenn die losgeht, dann wäre vermutlich das Thema Zwangsrouter ganz schnell wieder vom Tisch. Da wird ganz so wieder heißen, ja, ja, jeder bringt seinen Kram, bringt ja auch ein Device und... aber bei TE-Dosen explodieren relativ selten. Ja, deswegen ist das ja so angenehm, wenn ich als Carrier in China einkaufe, weil die haben dann natürlich die chinesische Gewährleistung zu beachten. Ja, die chinesische Gewährleistung. Gut, gibt es noch Fragen oder sollen wir mal zum Ende kommen? Wir wollen alle eigentlich da hinaus und leckere Genüsslichkeiten konsumieren. Ja, dann ein letztes Mal einen herzlichen Dank an euch und noch einen schönen Abend.